Moin Leute, hier ist mal wieder Gadur. Und was hat Gadur da wohl neben sich stehen? Tja, das ist der Koffer von der, naja, sagen wir mal, Shisham MG in der neueren Form. Den Koffer gibt es jetzt übrigens zu jeder Shisham MG dazu geschenkt. Was ich den absoluten Hammer finde, der ist hier vom Holz her schön verarbeitet. So, ich hau euch mal ein bisschen mittig. Den Zoom raus, dann seht ihr mich wieder normal. Ja, schaut ihn euch an. Es ist ein schöner Holzkoffer. Schön glänzende Oberfläche. Vorne. Ein vergessenes Papier abzumachen. Naja, egal. Ihr seht es auch so, einen schön verarbeiteten Griff. Hier könnt ihr aufmachen, ganz normal. Jetzt schauen wir uns doch mal an, wie das gute Teil von innen aussieht. Plastik. Also er ist mittlerweile schön mit Stoff bespannt. Man kann die Pfeife auch besser unterbringen, ohne irgendwelche Gummis, ohne irgendetwas. Es ist ganz schön soweit. Gefällt mir recht gut. Ist schön verarbeitet. Ja gut, hier so ein paar kleine Ecken gibt es, aber ich sag mal, geschenkt dazu finde ich den einfach klasse. Also, da gibt es nichts zu meckern. Tja, warum stelle ich euch jetzt die neue Shisham vor? Es hat sich am Design nichts geändert. Doch, am Design schon, aber es hat sich Grundlegendes an der Pfeife überhaupt nicht geändert. Das heißt, weder der Durchzug ist besser geworden noch schlechter. Es ist auch kein... Das Material ist immer noch das alte, die Verarbeitung ist auch immer noch dieselbe. Was könnte wohl anders an der Pfeife sein? Und ich habe sie heute geholt und... Oh Leute, ich habe ja schon Fotos gesehen, aber als ich die schwarz... oder sagen wir mal chromschwarze gesehen habe... Da ist mir dann doch das Wasser im Mund zu laufen. Was sagt ihr dazu? Das ist doch mal richtig, richtig, richtig geil. Ich schraube sie jetzt mal vom Glas ab. Weil ich euch das Ganze mal ein bisschen näher zeigen will. Wie gesagt, es hat sich nichts geändert. Das gleiche Material, das gleiche Gewicht, die gleiche gute Verarbeitung. Nur den Diffusor mal abmachen. Schaut euch das mal an. Ich hole es euch mal ein bisschen vor. Scheiß Ding ja nicht immer so schwer werden. Ich hole es euch mal ein bisschen näher ran. Das war jetzt Wasser. Das Ding ist von unten bis oben in einem schwarzen Chrom. Also es sieht richtig geil aus. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dem Video rüberkommt. Ich denke mal, soweit ganz gut. Schaut es euch nochmal richtig von nahem an. Also, wie gesagt, Verarbeitung richtig, richtig schön. Und jetzt noch ein kleines Highlight. Das Shisham-Logo ist direkt oben eingearbeitet. Also es ist nicht aufgespritzt, aufgemalt oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur richtig, richtig schön direkt eingearbeitet. Sogar das Tauchrohr, wie ihr hier seht, ist mit Schwarzchrom verziert. Der Teller. Alles. Oben das Stück. Wie gesagt, es ist keine große Neuerung bei dieser Pfeife. Aber ich wollte es euch mal gezeigt haben. Es sieht richtig, richtig gut aus. Mir gefällt es. Ich bin stolz drauf, eine zu besitzen. Ab Montag, dem 18. ist sie auch im Elec-Shop zu bekommen.
Wenn ihr sie haben wollt, schaut es euch an. Haut rein. Bis dahin, euer Gadur.